Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mad Games Tycoon nach gefühlt 30 Milliarden Jahren. Ich habe die letzten Tage nichts ausgenommen, genau, wunderbar, aufgenommen, wegen Gründen. Ich habe an ein paar anderen Sachen gearbeitet und ja, ich habe ja auch schon mal ein Video darüber gemacht, dass ich krank war. Ja, deshalb kam Mad Games Tycoon in den letzten Tagen sehr unregelmäßig, beziehungsweise gar nicht. Entschuldigung dafür, aber jetzt soll es eigentlich wieder halbwegs normal weitergehen. Zumindest ist das mein Plan. Oh, Zapokalypse kann in die Zweitvermarktung, dann machen wir das mal. Kommt sofort raus, wunderbar. Fürs Weihnachtsbusiness. Ja, und verkauft sich auch ganz gut. Wir arbeiten gerade an Capitalism 3. Hatten wir nicht schon einen Capitalism 3? Der Capitalism 2 hatten wir. Und den ersten Teil, aber den dritten noch nicht. Okay, dann passt das. Ich dachte, wir hätten schon den dritten. So, ich mache hier mal nochmal 25.000 von. Sollte eigentlich verkauft werden. Gut, Capitalism 3 dauert noch ein bisschen. Ich denke aber, das wird dieses Jahr fertig. Zumindest hoffe ich das. Und ansonsten ist hier gerade gar nicht so viel am Abgehen. Ich mache hier nochmal 10.000 von. Was haben wir hier? Nö. Und Katari hat mit unserer Engine das Spiel namens 1914 veröffentlicht. Und dadurch haben wir nochmal ein bisschen Kohle verdient. Sehr schön. Vielen Dank. Wobei, wir haben derzeit eigentlich keine Geldprobleme, also ich kann mich nicht beschweren. Es läuft ganz gut. Ja, toll. Vielen Dank. So, hier könnte eigentlich mal jemand trainieren gehen. Gehst du mal trainieren? Hier ein bisschen Game Design. So, und Zapokalypse mache ich jetzt nochmal günstiger, damit wir dann nochmal die 3500 Stück wegkriegen. Ja, So, Capitalism ist bei 82%. Das dauert ziemlich lang. Wir brauchen noch dringend mal ein größeres Team. Also wenn Capitalism 3 halbwegs erfolgreich ist, dann werde ich auch umziehen. Wird auch mal Zeit. Vielleicht irgendwie hierhin oder hierhin. Wohl eher das hier. Da hätten wir dann schon mal deutlich mehr Platz. Und das wäre nicht schlecht. Dann hätten wir auch mal ein größeres Team. Dann geht das Ganze hier auch mal schneller. Haben wir eigentlich letztes Jahr Verlust oder so gemacht? Ja, wir haben jetzt 2 Jahre am Stück Verlust gemacht. Das ist das letzte Mal 2008 und 2009 passiert. Okay. Krasser Scheiß. Keine neuen Aufträge, das ist jetzt nicht so schlimm, weil wir eh beschäftigt sind. Und das hier sieht gar nicht so schlecht aus. 4 Sterne, 33%. Ne, Visum, wir sind ja in Deutschland, da gibt es einen Boom, also einen Bonus auf Visums. Rollercoaster Empire. Interessant. Ich denke, das machen wir mal in einem halben Jahr, das heißt dann zu Weihnachten kommt das Ganze raus. Full Price, farbige Anleitung. So, und eine Wertung von 76, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja, wir gehen auf die Messe mit Capitalism 3 und Rollercoaster Empire. Perfekt. Davon produziere ich schon mal für später 50.000 Stück. Holoroom Support. Okay, das wird jetzt ganz crazy hier. Interessant. Wie sieht es bei dir aus? Oha, die hat fast 100. Wenn die bei 100 ist,
also beim Game Design, dann wechsle ich da mal die Mitarbeiter, weil das bringt ja sonst nichts mehr. So, wunderbar, die sind fertig. Wir könnten auch mal an Konsolen forschen. Allerdings, das Ganze ist ziemlich teuer und dadurch könnten wir ziemlich schnell Geldprobleme bekommen. Und wenn wir dann das Ganze erforscht haben, dann müssten wir auch noch eine Konsole bauen. Oder es kostet jetzt 2019 über 100 Millionen, glaube ich. Von dem her, erstmal nicht, das bringt nichts. Da warte ich lieber noch ein bisschen. Musikanlagen. Ich schau mal, die sind, glaube ich, die müssten hier sein, oder? Jupp. Ist hier noch irgendwo Platz? Nein. So, wie sieht's bei dir aus? 87, sehr schön. So, ich glaube, das wird dieses Jahr leider nichts mehr mit Kapitalismus 3. Nee, wird's nicht. Toll. Sieh hier nochmal eine Mille dank Pandai. Sehr schön. Also unsere Engines sind nicht schlecht, da kann man nicht meckern. Da verdienen wir schon ganz gut mit. So, und Rollercoaster Empire kommt jetzt auch bald auf den Markt. Bin ich auch sehr gespannt, wie das ankommen wird. Wir müssten dann da auch bald Updates für machen, weil sonst ist das in 2 Monaten oder so vom Markt. Oha, wir haben damit sogar die beste Grafik dieses Jahr. Und es verkauft sich in Ordnung. Ist okay, ja. Wir werden damit höchstwahrscheinlich Gewinn machen. Deshalb passt das schon. Toll, da wurde jetzt noch ganz schnell das Bild gewechselt. Das sieht sehr interessant aus. Viele der Bilder, die hier also viele der Ingame-Screenshots, die es hier im Spiel gibt, zum Beispiel auch der hier, die sind ja auch das sind Spiele, die der Entwickler früher selber gemacht hat. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel auch gemacht wurde vom Entwickler. Früher. Kann ich nicht sagen. Gut, wir produzieren das Ganze selber. In 5 Wochen kommt es auf den Markt. Bam, bam. Wunderbar. 89, das ist, glaube ich, im Vergleich zu unseren letzten Games gut. Auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir noch ganz schnell ein Update für Rollercoaster Empire machen, sonst haben wir hier ein paar Probleme. Capitalism 3. Wie oft haben sich denn die anderen Spiele so verkauft? Eine halbe Million geht da schon. Okay, gut zu wissen. Ich kümmere mich erstmal um Rollercoaster Empire und dann gehe ich zu Capitalism 3. Und dann ziehe ich vielleicht um. Mal schauen. So, ihr könnt den Spielbericht machen für Capitalism 3. Ihr könnt nichts. Und ihr macht hier noch ein Update für Rollercoaster Empire. Und noch eins. Dann müssten wir 5 haben, das reicht dann auch. Jupp. Dann Kapitalismus 3. Da wäre es ganz gut, wenn wir zum Release dann ein Update hätten. Oder spätestens 1, 2 Wochen nach Release. SPR Disk. So, Kapitalismus 3 verkauft sich gut. Bin ich zufrieden mit, machen wir ganz gut Kohle gerade. Ich denke, wir werden jetzt auch bald umziehen, weil es wird Zeit. Du bist auf 100, dann kannst. Hallo, du da. Ah, du bist auch auf 100. Ich habe immer noch die. So, du hier bist auf 62,4. Du kannst hier mal ein bisschen rumforschen. Warum auch nicht? Perfekt.
So, ihr macht gleich mal das nächste Update. So, mit dem Rollercoaster Empire haben wir jetzt gleich Gewinn gemacht. Sehr schön. Was haben wir hier? Das sieht kacke aus, weil das 11 Millionen sind. Es sieht sehr ähnlich wie Prison Architect aus, finde ich. Trotzdem scheiße. Weg damit. Was war das gerade? Das klang sehr merkwürdig. So, nächstes Update. Nächstes Update. Ihr könnt nichts mehr machen, oder? Nope. Wie sieht's hier aus? Alles perfekt, so muss das sein. Joa. Rollercoaster Empire hat jetzt auch Gewinn gemacht. Ich raste aus. Sehr schön. Capitalism 3 verkauft sich sehr gut. Da geht nochmal eine halbe Mille. So. Ihr seid Gruppe 2, da ist jeder drin, perfekt. Ihr seid die Gruppe 3, da ist auch jeder drin. Mhm. Und ihr seid Gruppe 1, gehe ich mal von aus. Ja, da ist auch jeder drin. Nee, du nicht. Wieso bist du nicht drin? So, hallo, weg. Und ihr seid Gruppe 4, glaube ich. So, sehr schön. Ja, wieso nicht? Wunderbar. Und ich würde sagen, jetzt ziehen wir um. Ja, das war nicht der Plan. Jetzt ziehen wir um und zwar in dieses schöne Büro hier. Ist einfach mal fast viermal so groß wie unser jetziges. Let's do this. So, ich bin gespannt, wie groß das dann genau sein wird. Ja. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten, würde ich sagen. Was ich mal probiere. Automatisch einrichten, das Ganze. Das soll nämlich gut sein, habe ich mir sagen lassen. 10x10. Ja, doch, es ist, ist ganz nett. Hier auch 10x10. Mit anderen Tischen, ich raste aus. Chefbüro. Wie mache ich das? Ich mache es einfach mal hier hin. Ne, ich mache das anders. Ich mache das hier hin. Alter! Was ist hier los? Danke. Was ich toll finde, die zwei Ventilatoren, die, ja, kühlen sich jetzt gegenseitig ab. Ist wunderbar. Und, eine Toilette hätte ich dann noch hier irgendwo ganz gerne. Ich suche sie gerade hier. Ja, das passt doch. Gut, dann hier Qualitätssicherungskram. Fünf mal neun. Hier einmal. Und nochmal 5x9. Wunderbar. So. Forschung brauchen wir auch noch ein kleines Räumchen für. Das reicht aber eigentlich, hoffe ich. Dann Grafikstudio. Die brauchen leider ziemlich viel Platz. 10x7. Na toll. Als ob wir da nicht noch mehr Tische reinkriegen. Leute, stellt euch mal bitte nicht so an. Der kann da bleiben. So. Leute, das war nicht der Plan. Weg damit. Grafikstudio hier. Das waren die hier, oder? Jupp. Die passen. Ja, schaut, da passen auch welche hin. Wird zwar dann etwas eng, aber ist okay, Leute. Passt schon. Und dann noch Soundstudio. Das wird auch sehr spannend.
Na toll, ich raste aus. So, das Bild. Weg. Wieso ist da ein Feuerlöscher? Weg. So, dann schauen wir mal. Da hätte ich nämlich auch ganz gern sechs Tische drin. So. Oh mein Gott. Moment, da ging gerade was, Leute. So, da geht was. Okay. Ganz mysteriös. Dann würde ich sagen, einmal, zweimal, scheiße. Okay, wir enden den ganzen Spaß hier. So. Und noch ein Soundstudio hier. Komm, wunderbar. Sieht zwar scheiße aus, aber es macht, was es soll. Von dem her ist okay. Und was wir dann auch noch brauchen, ist so ein Motion Capturing Ding hier, weil Gründe. Ich mach's mal so. Nee, so mache ich's nicht, ich mach's so. Ist okay. Ja, passt schon. So, was brauchen wir noch? Support, ganz wichtig. Marketing dürfen wir ja leider nicht machen. Training. Muss nicht so groß sein. Und einen Serverraum finde ich noch ganz cool. Wunderbar. So, ich glaube, das ist eigentlich alles, was wir fürs Erste brauchen. Natürlich noch Produktion und so weiter. Ist ja klar. Aber ansonsten haben wir jetzt eigentlich so gut wie alles. Hoffe ich, glaube ich. Gut, dann hier Team 1, hier rein, Team 2. Das waren die Forschungstypen. Die mache ich auch mal hier rein. Die werden dann zu Team 1. Und zwei davon nehme ich mir für die Forschung. Bam. Team 3 war, glaube ich, Qualitätssicherung. Lol. Nur 4 Tische, WTF. Als ob da nur 4 Tische reinpassen, Leute. Moment. Mann, ja, weg damit. Weg. Huch, das soll nicht weg. So. Einmal. Zweimal. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Und zwar 1000-mal besser. Und zwar 5, oder? Ich glaube 5 darf das breit sein. 5 mal 11. Das sieht doch schon besser aus. Und hier der gleiche Spaß. So, und jetzt Team 2 gibt es nicht mehr, stimmt, Team 3, nein, nicht Team 4, ich will Team 3, so hier rein, perfekt. Das ist ein bisschen wenig hier drin, ich glaube, ich vergrößere den Raum nochmal. Ja, toll. Ich baue ihn nochmal neu. Hier, Support, wunderbar. Wenn schon, dann mal 10. Das ist eigentlich ganz nice. Es gibt sogar Leute, die schon für uns arbeiten wollen. Perfekt. Ich brauche eigentlich jetzt von allem irgendjemand. Deshalb, was kannst du gut? Programmierung, du kommst hier rein. Was kannst du gut? Grafik, du kommst hier rein. Was kannst du gut? Du kannst gut Soundkram hier rein. Du kannst Sound hier. Bitteschön. Grafik, Grafik. Du gehst einfach mal hier dazu. So. Und im nächsten Part machen wir weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch der Part gefallen hat, vergesst nicht zu liken. Wenn ihr keinen weiteren Part mehr von MadGames, vergesst nicht zu abonnieren. Tschüss.